Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung hier auf Gunner. Wir schauen uns jetzt den Dodge Ram 1500 Rebel TRX Konzept 2017 an, Version 1.0. Das Ganze kommt von MyGames Steam, gibt es nur für PC und Mac. Einmal zu finden unter Mods und DLCs und dann Dodge Ram 1500 Rebel TRX. Ja, hier haben wir das gute Stück. Ja, ist ein Auto, wie man schwer erkennen kann. 575 PS, 120 Liter Diesel, 160 km Maxspeed, 3,3 Tonnen, 20.000 glattende Anschaffung, 3.162 im Leasing. Wir haben 5 Config-Blöcke, einmal das generelle Aussehen, also Bed Designs in dem Falle hier, dann Add-ons, dann Fahrgestellfarbe, dann Sitzfarbe und Kennzeichen. Ja, wir haben standardgemäß Stockbed, also hinten dementsprechend stinknormale Ladefläche mit dazu, könnt ihr Paletten, Dings, alles draufhauen und Spanngurten. Dann gibt es das Ganze als Design 1, als Design 2 und das war's. Ne? Wer es ein bisschen wilder braucht oder für irgendwelche Challenges etc. pp., könnt ihr da ein paar Reifen hinten draufhauen. Add-ons gibt es entweder gar keins oder vorne so eine Frontlippe, die hier lackiert ist, noch mit dran. Das war's dann aber auch schon. Vorgestellfarbe ist die Hauptfarbe in dem Falle. Hier, da gibt es zwischen Rot, Blau, ja, weiß nicht, was das genau darstellen soll, ne, also türkismäßig, ganz helles Blau und Weiß, gibt es eigentlich alles Mögliche, so ein bisschen mit dazu, sollte für jeden dementsprechend was dabei sein. Und Sitzfarbe ist bekanntermaßen die Sitzfarbe hier drinne und Kennzeichen ist Kennzeichen. Schauen wir uns das gute Stück an. Ich habe das jetzt hier mal so ein bisschen in Metallic Matt Rot zu genommen. Sieht eigentlich ganz geil aus. Die Felgenfarbe geht mit der Fahrgestellfarbe automatisch überein, davon mal abgesehen. Jo, sind ein paar dicke Schlappen hier drauf, ne? Ganz klar. Auch massive Felgen hier mit dazu, mit Dodge-Logo in dem Falle. Ansonsten gegenüberliegende Seite hier das gleiche in grün. TRX mit dabei, Tank, ne? Und das ist es. Spiegel, die sind eingeklappt, Blinker da drinnen mit integriert. Vorne natürlich schön RAM mit dabei, Fahrtleuchten, Blinker, Nebler, Abschnepphaken hier vorne mit dran. Eine riesige Motorhaube. Wir haben auch überall Kollisionen, glitschen also hier dementsprechend auch nirgendwo durch. Hier oben noch so Positionsleuchten oben mit drauf. Die leuchten einfach nur, also die blinken nicht, sondern ne, leuchten einfach nur hier nochmal auf dem Motor dementsprechend Rebel mit drauf gestanden. Ja, gegenüberliegende Seite hier das gleiche in grün. Hinten nochmal RAM, Kennzeichen, Anhängerkupplung, Anschluss hier für Beleuchtung und Co. Hier hinten nochmal 2 Abschlepphaken und hier nochmal Rebel TRX und dann hier 4x4. Bremslichter, Blinker, Rückwärtsleuchten. Auch alles in dem Falle mit dabei. Und hier die Ladefläche. Und ihr seht, hier könnt ihr halt Spanngurte mit aktivieren. Ihr habt sogar für die Ami-Trailer hier diese Kugelkopf mit dran, dass ihr diese Schwanenhals-Trailer da mit transportieren könnt. So, der Innenbereich sieht einmal so aus. Der ist hier drinnen verstärkt. Ne, muss man auch dazu sagen. Also, falls ihr auf die Idee kommt, hier hinten sollte sich mal einer reinsetzen. Eher eine schwierige Sache. Die Verstärkung, also die Verstrebung, kriegt ihr allerdings auch nicht raus. Die ist leider Gottes so. Vielleicht kommt da irgendwann noch ein Update, weil somit kann man rein theoretisch gesehen die hintersten Plätze nicht nutzen. Und ihr seht auch hier, ne, das wirkt schon alles etwas sehr verzweigt, das Ganze. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ihr seht, hier generell ist nichts drin. Und hier, wenn ich das Ganze hier auf Addon schalte, seht ihr das Ganze? Da kommen diese Verstrebungen hier mit rein. Also das heißt, ihr könnt das Ganze dann auch noch aktivieren und deaktivieren, wenn ihr das Ganze über die Addons wollt. Ich habe es jetzt halt hier mit drinne. Deswegen da nicht wundern. Ja, ansonsten hier drinnen alles so, was digital bzw. analog digital so hiermit angeht. Ne? Sieht ganz schnicker aus, ist texturqualitätstechnisch gesehen auch alles Tobi. Automatikgetriebe, Spiegel links, rechts. Gut, den Vorderspiegel sieht man jetzt in dem Falle nicht. Ne? Das haut soweit alles hin und da ist ja texturtechnisch gesehen soweit auch alles sauber. Kann man also nichts dagegen sagen. Sieht sehr gut aus, ne? Also die Stange ist genau vor unserer Fresse. Sehr gut. Hören wir uns mal den Sound an.
Ja, blubbert so ein bisschen schön vor sich hin. Man merkt schon, dass da ein bisschen größerer Motor und alles halt mit drin ist. Ansonsten soweit so normal, beziehungsweise so, wie man das von anderen Fahrzeugen teilweise auch kennt. Finde ich jetzt in Ordnung, aber ihr wisst ja, bei Sound scheiden sich bekanntermaßen die Geister. Thema Funktionalität. Ihr seht, eine Hand ist am Lenkrad, das haut so weit hin. Die andere Hand ist hier am Schaltknüppel. Der Schaltknüppel selber bewegt sich jetzt nicht in dem Falle. Der ist normal, mit dem Beinchen wird gearbeitet. Wie ihr hier vielleicht unschwer erkennen könnt, ist alles ein bisschen abgedunkelt hier. Das haut aber so weit hin. Ansonsten haben wir in der Animation soweit auch alles. Also ihr seht einmal das Analoge, einmal das Digitale. Das ist soweit auch mit dem LS-Tacho soweit abgestimmt. Alles ohne Probleme. Ihr seht, wir sind jetzt hier bei 60. Ne? Das kommt ungefähr mit dem LS-Tacho hin. Ansonsten Uhrzeit steht vorne mit dran, RPM etc. etc. Also das ist soweit alles normal mit vorhanden. Am Monitor selber bleibt das Dodge-Logo. Ne? Mehr passiert da in dem Sinne nicht. Wenn wir uns das Ganze einmal in der Nacht mit anschauen, dann sehen wir, wenn ich jetzt hier Beleuchtung inne anmache, werden da einzelne Elemente noch mit beleuchtet. Und auch wenn ich das separat die Lichtmodi ändere, ne, muss man vielleicht noch mal ein bisschen näher rangehen. Seht ihr hier? Ne, also auch diese Icons sind damit beleuchtet. Hier selbst wenn ich Tempomat anschalte, seht ihr das? Also da ist alles mit dabei, sodass da auch Leute, die gerne in der Innenansicht spielen, da was erkennen können, ist kein Problem. Ansonsten Blinker sind einmal hier vorne mit dabei, dann einmal in den Spiegeln und einmal dementsprechend hier hinten, reflektiert soweit auch alles. Die Tagvorleuchten links, rechts ebenso. Die Positionsleuchten hier oben gehen nicht mit Position 1 an, die sind halt einfach da. Dann haben wir einmal das normale Fahrtlicht, da geht dann dementsprechend die Dinger hier oben an, hinten Kennzeichenbeleuchtung etc. Ne, dann zweite Lichtstufe und die dritte, ne, könnte man so sagen. Dass man das eher als normal, dann hier und dann hier unten noch separat. Die Nebler mit Steuerung F könnt ihr dann natürlich dann dementsprechend noch ein bisschen weiter schalten. Ne? Soweit, so klar, aber das hier ist dann Fernlicht und das sind die Nebler extra mit dazu. Rückwärtsleuchten einmal da unten, einmal da oben, sind auch helle genug, passt. Hube. Ist so diese Zughube, die so extrem leise ist, kennen wir ja mittlerweile auch zur Genüge. So, dann gibt es natürlich noch ein bisschen Spielereien. Vorweg gesagt, Simple IC und Cobalt leider nicht unterstützt. Ihr könnt mit X hin die Klappe öffnen und schließen. Ne? Ihr könnt mit L die Spanngurte aktivieren, deaktivieren. Und das war's. Ne? Also Simple IC in dem Fall hier nicht mit verbaut. Ist okay. Kommt vielleicht irgendwann mal noch mit einem Update. Ne? Aber ansonsten kann man, denke ich mal, auch damit leben. Die 160 km Max Speed erreicht er, habt ihr ja schon gesehen. Und der fährt sich mit der Geschwindigkeit immer noch sehr, sehr smooth, muss man auch dazu sagen. Ne? Manche Fahrzeuge rasten da ja komplett aus im Spiel. Aber hier ist okay. Klar, das Ding hat einen Wenderadius wie so ein Bus, ist klar. Aber das ist ab einer gewissen Geschwindigkeit ja auch normal, würde ich mal sagen. Deswegen passt das Ganze soweit. Wenn ich jetzt einmal hier, boah, sag mal, komm, wenn das ein Ami ist, nehmen wir hier einfach mal so ein Transport-Dings mit dazu. Können wir das hier hinten gleich mal so mit testen. Ne? Fahrt er hier hinten dran. Zack. Könnt ihr damit transportieren. Ist jetzt nicht das Problem. Ne? Also das funktioniert genauso wie dann einmal hier hinten noch der normale Transport funktioniert. Also sprich die kleinere Anhängerkupplung. Ne? Auch hier mit Verbindung etc. funktioniert auch alles soweit ohne Probleme. Wenn wir uns dann noch den Lok anschauen, sehen wir, der ist soweit auch sauber. Das ist soweit auch in Ordnung. Ansonsten reden wir hier ungefähr von 37 MB, 40 MB um die Dreh herum. Das ist also alles auch sehr vertragbar. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.